Stimmt, hier haben wir ja auch noch das, die bewachte Anlage, in der wir rumschnüffeln könnten. So, jetzt aber erst einmal die Mission abgeben. Was hattest du nochmal? Ihr seid mir mehr als willkommen. Ja, Beisein von der Tanda. Ja. Die Kleriker, die verschwunden sind. Es sind mehrere verschwunden, einige sind zurückgekehrt und behaupten, sie seien dieser Religion des blicklosen Auges übergetreten. Wir zwingen sie nicht dazu, dem wieder abzuschwören. Nein, dafür laufen Leute rum, die das machen. So, jetzt muss ich nur noch den... Bist du derjenige, den ich suche? Ja, ich glaube, du bist derjenige, den ich suche. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Nein, du bist doch nicht der, den ich suche. Du bist nur ein Morgenritter? Wo war der Dämmerungsheini, den ich gerade suche? Das müsstest du dann sein. Oder bist du's? Ihr seid zurück. Ich hoffe, ihr bringt gute Neuigkeiten. Seid ihr diesem Kult begegnet? Kann man seinen Behauptungen Glauben schenken? Ich habe noch nichts zu berichten. Es war ein Betrachterkult. Ich habe die Bestie getötet und all ihren Plänen ein Ende gesetzt. Ein Betrachterkult in Adkatla? Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen, als wir für möglich gehalten hätten. Ich werde jeden Priester, den ich im Bergkart den Überlebenden zur Seite stellen. Nun zu eurem Lohn. Da ihr überragendes geleistet habt, ihr werdet das größte Geschenk erhalten, das wir verleihen können. Und alles, das mehr zählt als Geld oder Gold. Ich brauche Gold, um meine Freundin zu entfallen. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich brauche keine Belohnung. Darin liegt Treue. Euer Glaube ist geradlinig wie unser, obwohl es ihm ein wenig an Richtung mangelt. Ihr habt hier eine Zuflucht mit einem eigenen Zimmer, das euch als Heim dienen soll. Dies ist ein größtes Geschenk. Es war mir eine Ehre. Doch wisset, dass es auch Pflichten für euch gibt. Strebt immer danach zu helfen, neue Hoffnungen und Gedanken zu schöpfen und allen Menschen und ihren Verbündeten zum Gedeihen zu verhelfen. Vervollkommnet euch selbst und wappnet euch gegen Überheblichkeit, dass da es eine geheiligte Aufgabe ist, Wachstum und Erneuerung zu fördern. Saat Frucht beim Geiste und im Körper. Bedenkt stets die Konsequenzen eures Handelns, so dass der kleinste Einsatz zum größten Erfolg führen kann. Wohin immer ihr auch geht, seht die Saat der Pflanze, behütet die wachsenden Dinge, die ihr findet und bringt Hoffnung, neue Gedanken und Pläne für eine bessere Zukunft in die Köpfe aller. Wenn immer möglich, betrachtet den Sonnenaufgang. Seid im Hause Latanas willkommen, Talisa. Sucht die Akolytin Lara im Tempel auf. Sie wird euch eure Pflichten erklären. Ich werde euch verlassen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganz... Haben wir jetzt aus... sagen, dass Bo stolz ist, hier zu sein. Ja, danke, Minz. Das ist kein solchen Wirbel wert, Minz. Ein einfacher und spektakulärer Akt der Nächstenliebe. Und mit Recht, wir sind das Maß der Rechtschaffenheit, an dem andere gemessen werden. Ich versuche nicht, euer Nagetier zu erfreuen. Ich tue dies, weil es mir auf lange Sicht nutzen wird. Minz, habt ihr hier erwogen, für euren Kopf eine kräftigende Magie in Anspruch zu nehmen? Das war nur Nächstenliebe. Dann sagt es lauter, wir müssen die Angst im Bösen entfachen. Laute Geschichten über Hamster sind närrisch, aber ein Mann und sein Hamster, die Gliedmaßen auseinanderreißen, das ist erschreckend. Ich helfe nur, weil es erträglich ist. Ich bin keine wandernde Wohltätigkeitsveranstaltung. Ja, obwohl ich nicht glaube, dass ihr jede erschrecken werdet, bei denen ihr es erwartet. Wie komme ich aus diesem Wanderzirkus heraus? Ach zum Teufel, auf geht's, Minz. Unsere Taten werden in den Ohren der Bösen klingen und wir tüten sie ein und versehen sie mit der Schrift nicht vor dem Mitwindfest öffnen. Nun sprecht ihr die Sprache von Minz. Als nächstes braucht ihr einen Hamster oder vielleicht ein Eiswiesel, was auch immer ihr haben wollt. Ja, ich war nun gut.
Ja. Das ist jetzt vielleicht blöd Ich will eigentlich den Helmtempel als Cheftempel haben. Tod allen Ungläubigen! Ja, es sind sogar Morgenritter, die hier jetzt die Kultisten abstechen. Ich gucke einfach mal, ob ich im Helmtempel die Quest auch abgeben kann. Das ist der Ritterwächter, also ein Helm-Anhänger. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Jo. Der redet dasselbe. Eigentlich will ich mich schon ein bisschen, auch wenn ich ständig lade und damit die das Rollenspiel-Aspektische ein bisschen unterbreche, möchte ich eigentlich gerne mich daran festhalten, dass Talisa damals beim Helmtempel geschworen hat. Wisse dies und seid gerichtet. Zurzeit nicht. Weil wir haben ja damals in Nashkel beim Helmtempel unsere unseren Schwur geleistet. Ich weiß aber nicht, wo zurzeit der Obermufti ist. Gut, ich würde vorschlagen, ich lese das lieber nochmal nach. Bevor ich die Quest abgebe. Gehe jetzt einfach erst einmal nach Vaukens Promenade. Wenn es das ist, was ihr wollt. Im Abenteuer allerlei mich meinem Zeug entledigen. Die Dummen. Und ja, da wird es als nächstes wohl das Brückenviertel sein. Also die Brücke. Weil hier und hier sind wir eigentlich fertig. Docks haben wir eigentlich... Oh ja, in den Docks könnten wir uns mal um Brenner Blutskypes Quest kümmern. Auch noch. Euer Wunsch ist gefragt nur. Keine große Herausforderung. So, Rival Tauschmann. Ich würde gerne Zeug verkaufen. Nieder im Feuermetall. Der Prokadische ist halt wirklich viel wert. Bezauberung des Berserkers. Ja, verkaufen wir erstmal das. Hier ist nicht wirklich was drin, was wir verkaufen könnten. Die Sachen können wir verkaufen. Die Abwehr haben Schienen, die bringen uns nichts. Das verkaufen wir. Die Nachrichten, ja, die können wir eigentlich theoretisch rausschmeißen. Diese Schriftrollen, da können wir allerdings verkaufen. So. Bei Minsk haben wir sehr viel, was wir verkaufen können. Die Harfe kann nämlich keiner benutzen. Haut des Ghouls ist nicht so wertvoll. Plattenpanzer, also Haut des Ghouls brauchen wir einfach nicht. So. Ja. Das, das und das, das. Ja, die stehen mit der Furcht, die können auch mal weg, so. Pfeile nicht, aber die Gewitterbolzen, Schutz vor normalen Geschossen.
Das da noch weg. Und hier. Einfach alles mal verkaufen. So. Trakt der Verwundbarkeit nicht unbedingt. Das Zepter der Auferstehung, das behalte ich auch mal. So. Feuerball. Verschwimmen können wir verkaufen. Steinhaut behalte ich mal. Feuerball habe ich auch. Kleinere Kugel der Unverwundbarkeit. Magiebann, Melfsäurefall, Blitzstrahl, Auflösung. Notfall können wir verkaufen. Berührung des Ghouls. Der sengende Strahl. Ah. Aaskriecherbeschwören können wir verkaufen. Vampirgriff, Tensens Umwandlung und Untote können wir verkaufen. So. Wer hat alles noch nicht identifizierten Schmuck in seinem Inventory? Sie hat hier Bolzen plus 1, die verkauft werden können. Das ist ein Trank, der da nicht mehr reinpasst. Schade drum. Den da will ich auf jeden Fall identifizieren. So, Ringe, die... Also Ringe und Halsschmuck. Minsk hat auch noch Ringe. So. Yoshimo hat noch was da. Und Eri nicht. Eri ist sowieso vollkommen ausgerüstet. Ihr fehlt eigentlich nur noch hier. Stiefel. Man kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Ja, hast du zufällig Stiefel? Hier unten ist das ganze Zeug, was wir ihm verkauft haben. Da wäre auch noch ein Zepter der Auferstehung. Ring der Luftbeherrschung, Flammenschwert. Abwehrmaschinen, die haben wir aber schon gute. Haben wir sogar Dreier schon, soweit ich weiß. Regenerationstränke. Abwehr, Energiering. Der ist immer lustig. Mittlerer Schild, normaler Schild. Ja, der Unterschied zwischen dem normalen und dem mittleren Schild. Rüstung der tiefschwarzen Nacht. Das ist eine Lederrüstung, aber da hat Yoshimo bereits die bessere. Schienenpanzer, Kettenhelm plus 2, noch ein Schienenpanzer, Kugeln. So, ein paar Kugeln für Eri, dass sie wieder blaue Kugeln hat. Was ist so mit Nahkampfwaffen? Zweihänder, Krummsäbel, Kurzschwert, Bastardschwert, Ninjato, Katana, nö. Wir könnten ihr Rünz Stab gönnen. Ja, das wäre eine Alternative. Kriegshammer. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Nein. Ich warte. Was gut. Erzählt mir mehr davon. Ja, Akt 2 ist recht offen. Für diejenigen, die sich wundern, warum wir immer noch in Akt 2 sind. Nach über 100... wir sind bald, glaube ich, bei 150 Folgen sogar schon. Aber Akt 2 ist halt recht offen und wir sollten gucken, dass wir in Akt 2 eben das meiste rausholen. Ich will zum Beispiel auch noch die beiden Drachen töten. Ich will die Lichs töten. Das ist alles, was wir in Akt 2 machen müssen. Ratten gab's hier noch nie. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. So. Fertig. Ich warte, wenn ihr es wollt. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Wir speichern ordentlich. Und dann informiere ich mich mal, wie man das mit der
Natürlich. Priesterquest am gescheitesten löst. Und dann machen wir weiter. Erstmal im Tempelbezirk, da die Quest abgeben und die Priesterquest starten. Dann werden wir uns vielleicht mal die bewachte Anlage ansehen und dann das Brückenviertel. Und dann im Hafen uns mit dem Blutskype-Problem rumschlagen. Bevor wir dann irgendwann mal wieder nach draußen gehen zu den anderen Gebieten. So, jetzt erstmal speichern. LP022. Und dann gibt es hier einen Cut. Also, bis gleich.